In Portugal hat Präsident Aníbal Cavaco Silva seine zweite Amtszeit angetreten. Mit dem Präsidenten sind auch die Probleme geblieben. Mit einem radikalen Sparprogramm versucht das Land, die Staatsverschuldung zurückzufahren. Hilfe der Europartner will es nicht annehmen. Cavaco Silva, ein konservativer Wirtschaftswissenschaftler, lehnt die Sparpläne ab, versprach aber mit der sozialdemokratischen Minderheitsregierung zusammenzuarbeiten. Die Sparpläne werden das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen und damit die Lebensqualität von Familien. Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft müssen das Land von dieser Last befreien. Zeitgleich borgte sich Portugal rund 1 Milliarde Euro an den Märkten. Für die Anleihen mit 2,5-jähriger Laufzeit war ein Risikoaufschlag fällig. 5,99% Zinsen, so teuer waren die Papiere seit Einführung des Euros nicht. Analysten schließen nicht aus, dass irgendwann auch Portugal unter den Euro-Rettungsschirm kriechen muss.